Was geht, Freunde? Euer Lieblings-Hund-Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und heute habe ich etwas sehr Interessantes erfahren. Und zwar hat Shutterman mir berichtet, dass es wohl irgendwie Rätsel gibt und 4 Bücher für Unheil 5. Und dann habe ich noch Tobi beobachtet und etwas sehr Interessantes erfahren. Viel Spaß beim Schauen! So, Freunde, groß ist es vollbracht. Von der letzten Folge habt ihr ja gesehen, dass der Altar super, super cool geworden ist. Und Kianis sollte immer noch eingesperrt sein, auch wenn ich da wohl ein paar Leute erwischt hatte, die mit ihm geredet haben. Aber ich bin ja nicht dumm. Ich lasse das einfach zu, dass mir nämlich egal, ich manipuliere das komplett. Aber um euch mal zu zeigen, dass er einfach hier ist, guckt ihn euch an. Kianis! Lach alleine, Mann. Lass ja, mich ich lach auch raus. Alleine. Denn ich brauche niemand anderen außer mich und Shutterman. Aber wie geht's dir drin? Ist deine Seele schon gebrochen genug? Sei mal ehrlich. Ich sag dir ehrlich, mir geht's gut. Ich habe hier ein Bett. Es ist schön warm, schön angenehm. Essen habe ich ja, auch. Ja, siehst du, ich sorge mich doch um dich. Dein Wohlbefinden ist mir auf jeden Fall wichtig. Und mir geht's ganz gut, ehrlich. Ich müsste dann auch mal los. Tschüss. Freunde, Shutterman hat, glaube ich, gerade nach mir gerufen. Ich sollte lieber zum Altar. Was will die Spinne jetzt hier? Geh mal weg. Okay. Moment, ich mach das jetzt, ich gehe jetzt ganz schnell zu dem Altar, hier in die Richtung. Freunde, was wird das jetzt schon wieder für eine Aufgabe sein? Ich bin schon so gespannt, immer wenn Shutterman mich ruft, das ist das Schönste, was es gibt. Ich kann jetzt kaum erwarten, was er wieder von mir möchte. Freunde, das ist immer so toll, wenn Shutterman nach mir ruft. Ich will unbedingt erfahren, was hier Phase ist, warum er mich jetzt wieder braucht, wieso ich geholt werde. Ich fühle mich einfach immer so ganz besonders. Ich bin sowas wie seine rechte Hand und das gefällt mir einfach so sehr. Wir sind gleich da. Oh, da ist schon wieder der Eingang. Hat sich vielleicht wieder irgendwas verändert? Gibt es irgendwas, was sich hier vielleicht verändert hat? Wieder? Oh, ich bin so gespannt, ich komme, Shutterman. Oh, es ist immer noch so schön hier drin. Oh, hallo, großer Shutterman, mein großer Meister. Ich hoffe, ich bin deinen Taten gerecht geworden, deinen Aufgaben, die du mir auferlegst, dass ich ihnen allen gerecht werde. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, was ich so tue. Ich war der Annahme, dass es von äußerster Wichtigkeit ist, dass du erfährst, was die anderen vor dir geheim halten wollen. Sie halten was vor mir geheim? Was ist es, Shutterman? Berichte mir darüber, was halten Sie geheim? Meinem ehemaligen Mirai gibt es ein Buch, welches individuell Rätsel für einige Personen gibt. Und diese führen höchstwahrscheinlich zu den 4 fehlenden Büchern bei Unheil 5. Ich spüre Tobites Präsenz, Mirai. Beeil dich! Okay. Ich geh sofort los. Los geht's. Ich muss sofort zum Ei. Let's go, Freunde. Ich wusste, dass es irgendwie wieder was Großes gibt für mich. Ich wusste es einfach. Es ist so toll. Freunde, wir dürfen gar keine Zeit verlieren. Ich muss da jetzt irgendwie mit diesem Rätsel auch interagieren können. Ich danke Shutterman auf jeden Fall für diese Rätselannahme. Das finde ich so toll von ihm. Das hat er gut gemacht. Oh mein Gott, wir sind hier beim Ei. Ah, warte mal. Ich guck mal nach. Ist hier schon irgendwer drin? Da jemanden gerade gesehen? Hallo? Was willst du hier? Schönes Wetter haben wir heute. Ja, schönes Wetter haben wir. Was möchtest du hier machen? Gar nichts. Gar nichts möchtest du machen? Ich gehe jetzt mit Shutterman quatschen. Ja, okay, viel Spaß. Tschüss. Seelen und so, du weißt. Okay, Freunde, das war jetzt ein bisschen doof. Jetzt ein bisschen unlucky, aber... Also doch. Alles klar. Dann schauen was wir redet mal. Der? Was redet der da? Freunde, was redet der da? Begib dich an einen Ort, gar nicht, wie ich mich an dem die Sonne niemals scheint. Moment. Wo ein gespaltener Weg verstreute Gruppen eins. Okay. Die Sonne nicht scheint. Red weiter. Keine Ahnung. Das Ende vielleicht oder sowas? Wir schauen mal. Aber das... Ah, ich habe eine Idee. Wir gucken gleich mal. Dem rechten Weg folgen ja, ist gegeben, red weiter, den red weiter, Tobi. Doch bevor du einen Raum betrittst, nach Westen sehen und auch wenn du fällst, einfach weitergehen. Okay.
Sehr interessant, sehr interessant, was er da redet. Ich bin gleich gespannt, auf was er da kommt. Wirst du finden, was du suchst, am Ende eines Ganges versteckt und vergessen. Das ist alles etwas verwirrend. Ich an einem Ort, an dem die Sonne niemals scheint. Ein gespaltener Weg, verstreut. Guck mal, das ist doch zu 100% Unheil Null, oder? Unheil Null? Oh, das könnten Gänge sein. Das könnte vielleicht im Labyrinth oder sowas sein. Oh mein Gott, Freunde, ich gehe da jetzt einfach vor ihm hin. Ich gehe einfach vor ihm hin. Ich bin einfach schlauer als er. Ich nutze ihn aus. Irgendwas ist da versteckt. Irgendwas ist da versteckt. Wenn Mira da irgendwas geplant hat oder sonstiges, Freunde, dann müsst ihr euch sicher sein, muss ich es als erstes finden. Aber erstmal den Shader ausmachen. Wo gehe ich hin? Links, rechts? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang, mir egal, mir egal. Okay, Freunde, ich habe das Rätsel nicht ganz irgendwie mitbekommen. Oder gehört zumindest. Oh mein Gott, was will er? Ich box ihn weg. Okay, hier ist wohl irgendwas versteckt. Da war irgendwas erwähnt von einem langen Gang. Ich könnte mal hier hingehen. Da hinten wartet auch so ein komischer, riesiger Goblin. Okay, Freunde, das ist doch einfach spannend. Vielleicht kommt Tobi hier irgendwo gleich her. Das könnte möglich sein. Freunde, es ist einfach so spannend. Wie hat mich Shadowhunter denn darauf gebracht? Er hat einfach eindeutig gesagt, dass ich zu Tobi soll, beziehungsweise zu dem Ei, dass da gerade was im Gange ist. Ein Rätsel, von dem mir nichts gesagt wird. Und deshalb ist es umso wichtiger zu erwähnen, dass ich jetzt einfach da bin. Aber ich verstehe jetzt noch, also ich habe das ganze Rätsel noch nicht so ganz kapiert, was das bedeuten soll. Okay. Aber irgendwas mit einem langen Gang, da sind wir jetzt. Hier ist auch, hier sind Druckplatten. Ist das hier irgendwie so eine Art Rätsel oder so? Kann das sein? Vielleicht verfolge ich Tobi auch einfach. Vielleicht weiß er irgendwie mehr als ich. So, was will er hier eigentlich? Ich boxe ihn einfach auch weg. Komm, geh weg. Du kannst mir gar nichts. Er ist so schlecht, Mann. Er ist einfach viel zu schlecht. Ist hier irgendwie eine Fässer an irgendwas drin? Vielleicht muss ich doch nach hinten. Vielleicht muss ich doch irgendwo da hinten entlang gehen. Vielleicht ist das die Möglichkeit. Kann man hier eigentlich Enderperlen? Nein, das geht nicht. Okay. Das heißt, man wäre hier theoretischerweise komplett verloren. Das wäre übelst witzig. Ja, komm her. Komm, was willst du eigentlich? Du hier irgendwas mit dem Goblin-Punkt. Ihr seid es nicht würdig. Ihr gebt nicht mal Seelen. Wieso geben die eigentlich keine Seelen? Vor einem Raum. Bevor man einen Raum betritt. Oh, ich hätte mir mal merken können, wie das Rätsel jetzt war. Wieso kann man das Buch eigentlich nicht mitnehmen? Ja, Mann, ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe. Und irgendwas ist verloren und vergessen. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Wieso kommen diese Goblins die ganze Zeit her? Das nervt sowas von. Ich will jetzt hier irgendwo. Das kann doch nicht sein. Wenn man hier irgendwo runterfällt, wenn man hier runterfällt, da geht es mir aber zu tief lang. Ich war damals hier, ich kann mich grob erinnern. Ich war damals hier, Freunde. Damals war ich hier, als... Oh, hallo. Das ist immer schön, wenn ich Besuch bekomme. Nein, Freunde, was ich euch sagen wollte, ich war damals hier, als... Dieses Rätsel, als Tobi noch Admin war, war das hier das Labyrinth zu Unheil Null. Und was hat das uns ergeben? Ich war hier mit Snoopy einfach komplett alleine. Ich war mit Snoopy im Team und haben ein Rätsel gelöst. Rätsel gibt es nämlich hier viele Rätsel gibt es hier nämlich. Hat das irgendwas mit denen zu tun? Meine Rüstung ist halt noch ziemlich angeschlagen. Darum muss ich mich auch noch kümmern. Aber was will er jetzt? Ist er Teil des Rätsels? Er kommt her. Bro, wie schnell ist der einfach? Goblin hier, Mann, Alter. Geh mal weg. Vielleicht muss ich gleich... Hallo. Auf so rumzurennen, so dämlich. Vielleicht muss ich hier lang. Vielleicht ist das hier irgendwo. Hier sind Kronleuchter. Wenn es hier entlang geht... Ich weiß halt nicht, wo es lang geht. Ich habe nicht ganz aufgepasst im Rätsel. Ich habe ja zwischendurch geredet. Aber irgendwas ist versteckt und verloren. Das verstehe ich noch nicht, Freunde. Was könnte das nur sein? Was kann hier verloren sein? Was kann, in welcher Verbindung kann das hier verloren sein? Ich verstehe es nicht. Kann man das hier irgendwie abbauen oder so? Ist das hier möglich? Ich will jetzt nirgendwo... Ich gehe jetzt einfach mal hier hinten lang. Ich
gehe jetzt einfach mal hier lang in der Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Spinnenweben. Weitere Goblins. Kann ich hier überhaupt was platzieren? Ich habe keine Raketen mehr. Ich habe nichts mehr zu essen. Freunde, das ist jetzt gar nicht gut. Eigentlich müsste ich sofort wieder zurück. Meine Rüstung ist fast kaputt. Ich habe nichts zu essen und keine Raketen da. Und Enderperlen kann ich mich auch nicht. Kann ich Josefs wenigstens spawnen? Ist das möglich? Was sagt das dazu? Ja, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. ihr passt auf mich auf, okay. Okay. Dann gehen wir am besten einfach wieder zurück. Ich will... Das ist jetzt wirklich doof. Der da nervt mich. Ich schicke Josef einfach vor. Wieso schießt das hier nicht in die richtige Richtung? Wieso passiert das? Sind die stark? Oh mein Gott, das interessiert... Guck mal, ihr schießt hier geradeaus und das geht hier nach rechts. Ich verstehe es noch nicht ganz. Jetzt, ihr müsst ihn angreifen. Ihr müsst ihn angreifen. Der hält einiges aus, dieser komische Shrek. Können Sie ihn gar nicht töten? Ist das so? Hallo? Der bewegt sich auch so komisch. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Okay. Was ist hier in diesem Gang eigentlich? Was ist hier drin? Könnte man hier irgendwas finden? Irgendwas? Wenn man hier runtergeht? Oh, ich habe halt nichts zu essen dabei. Oh mein Gott, ich muss dieses Jump'n'Run hier machen. Das will ich aber nicht machen, Freunde. Ich will hier nicht runter. Ich frage mich nur die ganze Zeit, was sucht Tobi? Weil das konnte mir Chateau nicht erklären. Was sucht er? Oh, ich gehe diese ganzen riesigen Gänge einfach nicht runter. Das will ich nicht. Ich glaube, was ich mache, ich gehe jetzt einfach ganz schnell raus, hol mir super duper schnell einfach Raketen, Freunde, und dann gehe ich einfach hier wieder zurück. Dann kann ich das extremst schnell machen. Wieso liegen hier Federn? Wieso liegen hier Federn und Hühnerfleisch? Wieso liegt das hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas passt nicht. Ich spüre hier auch die ganze Zeit irgendeine komische Aura. Ich glaube, Tobi ist hier. Als ob ich jetzt dieses dämliche Jump'n'Run nicht schaffe. Oh mein Gott. Wieso musste ich auch so unvorbereitet hier reingehen? Das kann doch nicht sein. Ich muss aber noch rausfinden. Ich muss irgendwie mit Tobi muss ich noch quatschen. Ich muss ihn irgendwo abpassen. Ich will wissen, was er dort drin gefunden hat. Oh mein Gott. Okay. Die Leiter... Oh mein Gott, das sind solche fiesen Sprünge. Wer hat sich das hier ausgedacht eigentlich? Ich komme da nicht hoch. Ich komme da einfach nicht hoch. Okay. Und dann... Moment. Ah, das ist ja interessant. Bleib weg von mir. Was denn? Warum ist hier ein totes Hühnchen? Ja, ich glaube, jetzt kann ich eins und eins zusammenzählen, warum dieses Hühnchen tot ist, wenn du hier langläufst. Warte! Ich komme doch hier nicht raus. Ich komme hier doch nicht raus. Ich muss mit ihm sprechen. Ich muss wissen, was er da gefunden hat. Oder ob er irgendwas gefunden hat. Wieso ist dieses Unheil hier noch irgendwie interessant? Wieso ist das noch relevant? Wieso? Gib mir Raketen. Nö. Ich brauche Raketen. Warum sollte ich dir jetzt Raketen geben? Damit wir reden können. Was machst du überhaupt hier? Ich habe ein Rätsel gelesen. Du hast ein Rätsel gelesen? Ja. Was denn für eins? Irgendwas mit runterfallen und weitergehen. Stand da drin. Sicher, dass du das gelesen hast? Was stand denn da genau? Runterfallen und dann musste man weitergehen. Kannst du, apropos runterfallen, Raketen? Spring doch einfach. Als ob ich dir jetzt helfe, so wie du dich in letzter Zeit benimmst. Das könnte alles verbessern, wenn du mir jetzt einfach hilfst.
Nein, ganz bestimmt nicht. Dann stehe ich ja in deiner Schuld quasi. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es ist ultra gefährlich hier drin. Es ist ultra gefährlich, allerdings. Aber es ist auch ultra gefährlich für dich natürlich hier drin. Ja, darum geht es ja. Ich habe keine Lust, dass du mich angreifst. Das ist voll gefährlich. Also ich sag's dir so, greif dich doch wenn ich von dir ein Versprechen bekommen kann, dass du mich nicht angreifst, dann kriegst du Raketen vielleicht. Du übertreibst es langsam mit dem Versprechen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, mit dir sicher zu sein. Das verstehe ich allerdings. Okay. Ich glaube, ich lasse dich einfach solange hier sitzen. Solange wir hier drin sind... Nein, 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 so gehen wir das Ganze gar nicht an. Dann lass ich dich hier versauern. Viel Spaß noch. Ciao. Ich schaff das. Guckt ihn euch an, den Parkourmeister. So, und jetzt zu Tobi. Tobi. Ich glaube ihm irgendwie nicht, dass er hier schon raus ist. Vielleicht ist er in einer der anderen Gängen. Zah! Oder vielleicht ist er auch noch hier. Zah! Er ist wirklich raus. Ich muss aber unbedingt wissen, was er da gerade irgendwie gefunden hat, oder nicht? Ich muss wissen, ob er was gefunden hat. Wo könnte er jetzt sein? Wo könnte ich ihn am besten belauschen? Ich habe wieder Raketen. Das, was ich eigentlich davor gebraucht hätte. Habe ich noch Essen dabei? Nö. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich gehe mal zu seinem Haus. War leise. Leise, still und leise. Vielleicht ist er ja hier. Tobi. Tobi. Bist du hier? Wo könnte er sein? Vielleicht ist er auch beim Ei nochmal. Und wenn er nicht beim Ei ist, dann ist er auf jeden Fall... Nein, da ist er nicht. Dann ist er auf jeden Fall bei der Sonnenkriegerfestung. Ich glaube, da kann ich ihn abholen, aber ich kann keinen Kampf riskieren. Sonst geht noch die Rüstung kaputt, die heilige Rüstung. Okay, ich schau mal, ob ich das jetzt hier irgendwie hinbekomme. Vielleicht ist er hier. Vielleicht ist er hier. Oder er ist doch nicht hier. Wo könnte Tobi nur sein? Ich glaube nicht. Wo ist er denn nur? Wo ist er denn nur? Sonst schreibe ich gleich, ob wir einfach reden können. Ich suche ihn, Freunde! Ich werde nicht aufhören, bis ich gefunden habe und meine Antwort habe. Ansonsten schreibe ich ihn gleich wirklich, ob wir reden können. Aber beim Ei ist er nicht. Beim Ei wird er bestimmt nicht sein. Nein, da ist er nicht. Wo zum Teufel ist er? Bei sich zu Hause wirklich nicht? Hundertprozentig? Nein. Das kann doch nicht sein. Ich muss herausfinden, was er hat. Ich muss wissen, was er hat. Guck nochmal hier. Das kann doch nicht sein. Freunde, der kann doch nicht einfach so verschwinden. Er kann doch nicht einfach so weg sein. Ich muss ihn finden. Ganz bestimmt nicht, schreibt er. Okay. So, ich glaube, wenn er nicht kommt, dann mache ich das 100 Mal, so wie ich ihn das jetzt hier auch geschrieben habe. Soll er jetzt endlich herkommen? Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich werde einfach komplett nervig sein. Wo ist er? Ich will nur Infos, keinen Kampf. Ich kann mir auch gerade keinen Kampf leisten, wie gesagt, sonst geht die Rüstung noch am Ende kaputt.
Er schreibt alles klar. Das ist gut, Freunde. Das ist sehr, sehr gut. So, ich werde auch hier einfach dran stehen, ohne mein Schwert, ohne irgendwas. Das sollte ihm, glaube ich, Vertrauen schenken, so oder so. Aber Freunde, die einzige Sache, die ich doch nur wissen will, ist, ob er irgendwas gefunden hat. Und wenn er was gefunden hat, was es ist. Weil er hat gesagt, vergessen, aber versteckt. Und mich würde jetzt einfach übelst interessieren, was er da gefunden hat. Hat er irgendwas gefunden? Ich muss es einfach wissen. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel. Das ist gerade gar nicht gut. Ich wollte gerade eigentlich wieder den Shader anlassen. Okay, mal schauen, aus welcher Richtung Tobi da geflogen kommt. Ob er da gefetzt kommt. Wo er gefetzt kommt. Jetzt kann ich ihn fast nicht mehr erkennen, glaube ich. Nein, 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 nein. Es soll doch jetzt nicht dunkel sein. Das ist überhaupt nicht vorteilhaft. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Okay, okay. Warte mal. Kommt der überhaupt? Kommt der überhaupt oder bleibt der jetzt da? Oder will er mich nur hinters Licht führen? Wo bleibt er? Wo bleibt er? Wo bleibt er? Wo bleibt er? Aus welcher Richtung kommt er? Wenn er bei der Sonnenkriegerfestung war, kommt er aus dieser Richtung. Wenn er bei sich zu Hause war, kommt er aus dieser Richtung. Wenn er Höllentown war, kommt er aus dieser Richtung. Wenn er beim Höllenloch war, kommt er aus dieser Richtung. Wenn er, ich weiß nicht, was in dieser Richtung ist, aber wenn er von da aus... Er war Höllentown. Oder Höllenloch. Na, na, na. Das ist ja schön, dass du dich hertraust. Ah, du brauchst doch deinen Helm nicht anziehen. Entstummen wäre auch noch schön, dass ich dich höre. So, was genau willst du jetzt von mir, ja? Tut mir leid. Okay, okay. Wir wollen ja ehrlich miteinander sein. Wir sind ja ehrliche Menschen, oder? Sind wir das? Sind wir das? Bist du das? Ja, hinter dir kommt gleich ein Zombie. Das ist Wahrheit Nummer 1. Ja, den höre ich, ja. So. Vielleicht war ich nicht ganz ehrlich. Aha. Oh. Du bist nicht gut im Schießen. Vielleicht war ich nicht ganz ehrlich. Und zwar habe ich kein Buch gelesen oder ein Rätsel gelesen. Ich habe dir zugehört. Okay. Weil ich fand es schon sehr interessant in der Betrachtziehung, dass du plötzlich bei mir das Ei warst. Und ja, du bist sehr selten dort und dann wolltest du etwas lesen. Ich bin sehr selten dort. Ich bin, glaube ich, der am meisten da ist. Und Shatterer hat mir noch was Interessantes gesagt. Ja, dein Shatterer erzählt die ganze Zeit irgendwelches komisches Zeug. Er erzählt sehr viel Wahrheit. Und das ist toll. Wahrheit ist toll. Wahrheit ist toll. Kannst du mir eigentlich sagen, was du mit Pishta gemacht hast da? Pishta hat den Blick gesehen, aber irgendwas stimmt mit Pishta nicht. Nein, das ist ein anderes Thema. Pishta ist jetzt egal. Er ist wirklich zweitrangig. Denn ich glaube, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Aber, Tobi. Das musst du gerade sagen. Aber ja, was willst du jetzt genau von mir erzählen? Mir ist alles gut. In diesem Rätsel ging es um etwas Vergessen, Verlorenes und... Mich würde doch sehr brennend interessieren, was dieses Objekt ist, solltest du es gefunden haben. Da kommt ein Creeper. Ich werde ehrlich mit dir sein. Ich sag, ja, ich hab's, also... Ich werde auch mal ganz ehrlich mit dir sein, weil ich nicht gerne lüge. Ich habe etwas gefunden. Ich werde dir aber ganz bestimmt nicht sagen, wo es ist. Aber was hast du? Lesen wirst du es früh genug noch. Lesen, okay, also ein Zettel oder ein Buch. Hinter dir ist gleich auch noch ein Creeper. Ich hoffe, das reicht dir an Informationen. Ich will eigentlich nichts mit dir zu tun haben im Moment, muss ich ganz ehrlich sein. Wie ist die Überschrift dieses Buches? Sonne. Sonne. Also hat es mal wieder was mit den Sonnenkriegern zu tun. Ich weiß es nicht, ich habe aber die Vermutung. Warum, Tobi, warum kriege ich eigentlich immer etwas Übelkeit, wenn ich an den Sonnenkrieger denken muss? Ich weiß nicht, weil irgendwas mit dir komisch ist oder so. Nein, mit dir ist etwas komisch, du hast immer noch diese ekelhafte Aura. Ja, das kommt dir nur so vor, weil ich weiß nicht, was mit dir, du doch auch. Guck dich mal an. Du benimmst dich komisch, du hast eine komische Aura, was auch immer. Ach, ich sehe eigentlich aus wie immer.
Das ist frech. Das ist jetzt ehrlich frech. Ach, schade, ich wollte die Chance einfach nutzen, aber es wird wohl nichts. Ist das peinlich. Tobi. Weißt du, was schade ist an der ganzen Sache? Ich glaube, es ist... Oh mein Gott! Weißt du, was schade ist? Wirklich sehr schade an dieser ganzen Sache. Nein! Hört mir nicht zu! Er hört mir nicht zu! Okay, dann ist es mir auch egal, was er denkt. Es ist mir sowas von... Ja, okay, Freunde. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was er gefunden hat. Es war ein Buch mit der Überschrift Sonne. Lesen werde ich es noch früh genug, hat er gesagt. Das finde ich relativ interessant allerdings. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was der Buchinhalt ist oder... Ja gut, ich werde das wenn dann bei Tobi sehen. Aber wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wie das hier weitergeht und ob ich das Buch dann am Ende doch finde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert... Und aktiviert die Glocke.